Kapitel 7, die namenlose Buchhandlung. Der Schlürfer erwies sich als viel mehr als nur ein von Sarah Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass er von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Da ist Blut und das Fenster ist, glaube ich, kaputt, wenn ich es richtig sehe. Die Buchhandlung inspizieren. An old diary. Tagebuch der Frau von Revenant, Band 4. Der Revenant ernannte sie selbst zum Propheten. Er wies Gott zurück und verehrte ein merkwürdiges heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinen Kopf hören muss, weil sie die Wahrheit spricht. Okay, wir schauen uns natürlich erstmal ein bisschen genauer um, wir wollen ja auch nichts irgendwie verpassen, was wir dann mitnehmen können. Geschichte von Darkwater Band 2. Darkwater History, Harry Campbell, Volume 2. Eine puritanische Kolonie, angeführt von Revenant John Wickwood, ließ sich im 17. Jahrhundert auf der Insel nieder. Die Kolonisten nannten die Insel Darkwater, aufgrund der dunklen Färbung des Meeres, die ihrer Meinung nach von der eigenartigen Farbe der Felsen rings um die Insel stammt. Sie errichteten die ersten Gebäude, darunter das Hawkins-Anwesen, die Kirche und den Friedhof. Die wenigen Dokumente und handschriftlichen Notizen, die sie hinterließen, sprechen von Albträumen und abartigen Verhaltensweisen. Sie verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Handbuch zur Anatomie und Dissektion, Buch 2. Genauso präzise und detailreich illustriert wie der erste Band konzentriert sich dieses Buch auf Heiloperationen im Bereich von Fehlbildung und motorische Störungen. Auf jeden Fall 2 verfügbare Charakterpunkte. Heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal auf Redegewandtheit, ne? Ja, ich bin froh, dass wir das jetzt mit dem Schlurfer hinter uns gebracht haben, weil das war echt nervig. Mit den Verstecken und dann doch wegrennen und alles und... Ach, Hilfe. Revarium der Medizin, Buch 3. Noch vor einigen Jahren konnte ein einzelner Mediziner sämtliches Wissen seiner Zeit studieren. Dieses Buch schließt die Reihe ab und zeigt, dass es mittlerweile praktisch unmöglich ist, etwa 10 renommierte Ärzte haben zu der Zusammenstellung dieser Sammlung beigetragen. Hier haben wir noch was. Geschichte von Darkwater Band 4. Im 19. Jahrhundert, als die amerikanische Walfangindustrie ihren Höhepunkt im Rest der Welt erreichte, verschwanden die Wale allmählich aus den Gewässern um Darkwater. Das Phänomen wird noch rätselhafter, da die Gegend bis dato einen beliebten Rückzugsort für die Wale darstelle. 1847 kehrte die Scylla nach mehreren Monaten der Jagd mit einem gewaltigen Wesen an Bord in den Hafen zurück. Die Besatzung behauptete, das Ungeheuer habe die verschwundenen Wale gefressen. Nach einer Nacht heftiger Kämpfe gelang es den überlebenden Seeleuten, die Bestie auf das Walfangschiff zu ziehen. Okay, okay. Oh, hier haben wir noch was? Ach,
what happened here? Können wir noch uns umschauen, bevor wir irgendwas hier rekonstruieren? Hier haben wir noch was. Handbuch zur Anatomie und Dissektion. Buch 1. Man muss zumindest anerkennen, dass der Titel des Buches gut durchdacht ist. Die dargestellten Abbildungen der menschlichen Anatomie und Seziermethoden werden sehr detailliert abgebildet. Man benötigt einen starken Magen unter dem notwendigen Abstand eines Arztes, wenn man darin etwas nachschlägt. Können wir also, wir können es ja gleich rekonstruieren. Hier stimmt auf jeden Fall, da stimmt auf jeden Fall was nicht. Aber wir rekonstruieren das Ganze doch mal, ne? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Here. Someone tall left this footprint. A man, probably. This burglar seems to be rather clumsy. Gut, gut. Dann gehen wir mal hier hinten hin. What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Okkultismus. What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? In der... Bei den... Francis Sanders. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Dann schauen wir doch mal. Die Buchhandlung inspizieren haben wir abgeschlossen. Hier haben wir noch was. Hier nicht. Hier. Schlaftabletten. Ich habe diese Schlaftabletten im Buchladen gefunden. Ob der Händler an Schlaflosigkeit leidet? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Akte zum Schlüssel von Riley oder so, möchte ich jetzt behaupten. Dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor hunderten von Jahren wurden der Stern und der Ast, die die Kräfte der großen Alten zurückdrängen soll, darauf eingraviert. Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn, den Vorbesitzer, einen ägyptischen Antiquitätenhändler, gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins' letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche, ihn zu finden. So, hier haben wir ja eigentlich jetzt alles gesehen, ne? Heißt, wir müssen uns mal umschauen, ob... Hier haben wir noch was. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Drakes Memoiren. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Folgende Nachricht ist von großer Bedeutung. Wer diese Zeichen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor. Und die Kombination ist in drei Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft.
Aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinen Freunden und Kollegen Professor Amitage an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein Riesenwissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten darf. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt, und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen ihres Handelns erleben können. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt eine Kombination finden. Irgendwas mit Griechenland. Arkham Editions. Never heard of them. Die Arkham Anthologie, Band 2. Corpus Hermictium oder so. Verfasst von Hermes Trismegistus. Übersetzt und bearbeitet von Nathaniel M. Coppelinius. Diese Sammlung von Schriften zu verschiedenen Glaubensrichtungen wurde von einem legendären Philosophen verfasst. Sie enthält eine Übersetzung der Tabula Smaragdina, einer unter Alchemisten des 16. Jahrhunderts berühmten Schrift. Dieser Band der Arkham-Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und das Übernatürliche. How many volumes are there in this collection? Die Arkham-Anthologie, Uralinda. Ein altes friesisches Manuskript, übersetzt von William R. Sandbach. Im Text wird behauptet, dass in ferner Vergangenheit Europa und andere Kontinente von den Müttern dieses Volkes kontrolliert wurden. Und dass außerdem unser Alphabet aus der friesischen Sprache stammt. Dieser Band ist Teil der Arkham, ja, das haben wir ja, das kennen wir ja schon. Another volume by Arkham Editions. Eine Sammlung von langjährigen astrologischen Vorhersagen in Versform. Verfasst von Nostradamus, übersetzt von E. Leonie und Theophilus Whitebridge. Oder Theophilus Whitebridge? Yep. Never heard of him. Das ist dann 5, 6, 7. 8. Band 8. Eine Oper in 8 Akten von Benvenuto Cellini, Prodigera. Mein Gott, das sind Namen, ey. Ein berüchtigtes lyrisches Werk, das 1768 in Italien veröffentlicht wurde. Man sagt, dass die Oper nur einmal aufgeführt wurde und bei einem Aufruhr im Publikum mehrere Tote und Vermisste zu beklagen waren. How many volumes are there in this collection? Das haben wir ja schon. Another volume by Arkham Editions. Ein Buch der esoterischen Philosophie und ein Schlüsseltext in der dystopischen Bewegung von Madame Blavatsky. Verfasst von Helena Petrovna Blavatsky. Arkham Editions. Never heard of them. Ein Zauberbuch, das angeblich von legendären König Salomon geschrieben wurde. Es enthält verschiedene Rituale der Aufrufung und Fluchrituale. Neuauflage von Claudia D. Waits, basierend auf dem Original von L. W. DeLawrence. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Die Arkham-Anthologie. Eine Gedichtsammlung von Edward Pickman Derby. Auch als Albtraumlyrik bekannt. Diese Sammlung von Gedichten wurde bei ihrer Veröffentlichung 1908 mit Begeisterung aufgenommen. Derby war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. Another volume by Arkham Editions. Eine Sammlung von Aufsätzen über amerikanische Folklore und Urban Legends, geschrieben von Albert Wilmar, Professor an der Miskatonic University. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Ja, aber ohne eins macht das noch nicht so viel Sinn.
Also wir müssen uns auf jeden Fall noch die erste holen. Möchten wir das Buch lesen? Wir lesen es. What does this strange book contain? This book contains unholy Malleus Bestarium. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen sie noch nie gehört haben. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mystischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Diese Seiten sind mit phantasmografischen Bildern illustriert. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Buch des Dzyzan. Diese tibetischen Schriften sind der Ursprung der esoterischen Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts von Helena Blavatsky begründet wurde. Die Schöpferin der Theosophie hatte großen Nutzen aus den Texten dieses Werkes ziehen können, aber niemand konnte je auf sie zurückgreifen. Ich dachte, sie würden nicht existieren. Dieses Buch in der namenlosen Buchhandlung auf Darkwater entdeckt, könnte gefälscht sein, aber genauso gut auch ein unwiderlegbarer Beweis für Blavatskys Aufrichtigkeit. So, wir brauchen auf jeden Fall noch die erste Dings. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Sigmund Freud, ah ja. Traumdeutung. Sigmund Freud verfasste dieses Handbuch für Psychologen. Darin beschreibt er die Techniken zur analytischen Deutung von Träumen. Die Analyse muss mehreren Regeln folgen, insbesondere denen der freien Assoziation, die Freud Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte. Träume werden als Wege zur Offenbarung verborgener Wünsche interpretiert. Ich bezweifle, dass diese Theorie auf meine Albträume anwendbar ist. A kind of chalice. Kelch. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Edelstein gefertigt zu sein. Geben die Rubine und Saphire ein bestimmtes Motiv? Ein besonderes Motiv, nicht bestimmtes. Uns fehlt nach wie vor die erste Walze. Things are not looking good. Die Frage ist, wo befindet sich diese? Vor allem, wenn 2 und 3 schon da hinten waren, dann ist doch... Hier waren ja 2 und 3. Was stand nochmal in dem Brief? Ach, wir haben alle 3. Oh. Da stand doch noch was von 2 und... Egal. Dann schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie folgen können. Müssen wir ja. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny.